Jo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns. In der heutigen Folge baller ich einen Sportluftfilter und ein paar andere Upgrades an mein Hoverbike und dann geht's ab. Ach, herrlich Leute, endlich geht's weiter am Hoverbike, davor aber erstmal noch kurz das Licht anschnippen und dann eine kleine Bestandsaufnahme. In der letzten Folge habe ich mich ja darum gekümmert, dass der Vergaser erstmal vorab eingestellt wird. Dass ich das fertig machen kann, baller ich heute noch ein paar Teile ran, davor muss ich aber erstmal die Verkleidung wegräumen, damit ich hier sauber arbeiten kann. Perfekt, jetzt kommen wir zu den Teilen. Ich habe wieder fleißig eingekauft und zwar zum einen Sportluftfilter. Und zum anderen werde ich die Gurke hier durch einen Racing-Zündkerzenstecker mit 5 Kiloohm und einem gelben Hochleistungs-Silikon-Zündkabel ersetzen. Geil. Ja, und dass der ganze Saft dann auch sauber gezündet wird, gibt's jetzt on top noch eine neue Zündkerze und genau das baue ich jetzt alles ein. Richtig geil. Kommen wir nun zum Vergaser. Den haben wir in der letzten Folge schon ein paar Mal ein- und ausgebaut, um die vorhandenen Düsen in Abhängigkeit mit der Gemischschraube zu testen. Mit einem neuen Sportluftfilter bringe ich natürlich viel mehr Luft ins System. Heißt, wenn die Gemischschraube schon auf Anschlag wäre, sprich ganz fett eingestellt, muss ich umdüsen. Da die aber vor den ganzen Tests in der letzten Folge ganz draußen war, sprich ganz mager eingestellt, habe ich die jetzt nochmal eine halbe Umdrehung rein, den Sportluftfilter montiert und ab geht's. Schon mal echt geil angesprungen, jetzt noch ein bisschen die Drehzahl anpassen und dann läuft die wunderschön. Und die läuft nicht nur wunderschön, die hat auch richtig Druck, deswegen Gang rein und beide Radialgebläse hochfahren. Einwand Frillo, wie der Fachmann sagt, ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis, denn die hat jetzt im ersten Gang schon so viel Luft produziert wie damals im höchsten Gang. Richtig geil. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.